Die als Kerzenständer gestaltete Styropor-Halbkugel ist eine tolle Wohndekoration. Der Kerzenhalter schmückt vor allem gedeckte Tische und breite Fensterbänke. Die silberfarbenen Blätter sind aus Milchverpackungen entstanden. Für das Motiv benötigt ihr folgende Materialien: Eine Styropor-Halbkugel mit einem Durchmesser von 20 cm. Eine dicke Pappe, aus der habe ich einen Kreis geschnitten, auch mit einem Durchmesser von 20 cm. Milchverpackung, und zwar ca. 10 Stück, die habe ich auseinandergeschnitten. Ein Stück Fotokarton, einen Bleistift, einen dicken Holzspieß, eine Schere, einen Klebstoff und eine Kerze mit einem Durchmesser von ca. 7 cm. Bei der Styroporkugel habe ich nun den Pappkreis fixiert. Lege ich mir erst zur Seite. Und bei der Kerze habe ich von dem Milchverpackungspapier oder von der Folie was untergeklebt. So, und jetzt zeige ich euch, wie diese Blätter entstehen. Und zwar nehmt ihr den Fotokarton, den ich da eben hingelegt hatte, knickt den und zeichnet euch eine Blattform. Dieser Abschnitt von da nach da bis zur Spitze ist ca. 8 cm hoch und dieses Stück 2 cm breit. Da zeichnet ihr euch jetzt eine Blattform auf, so wie hier, und schneidet diese dann aus. Dann nehme ich mir ein Stück von dieser Milchverpackung, lege das Blatt darauf und umfahre diese selbstgemachte Schablone mit dem Bleistift. Die schneide ich aus. So, und dann male ich ein Muster auf, und zwar mit dem dicken Holzstab hier. Und zwar male ich erst die Mitte auf, so, und mache dann die Rippen rein, 3, 4 oder manchmal auch 5, je nachdem, wie breit ihr die machen möchtet. Ich mache jetzt mal 4. So, so sehen die Blätter aus, davon brauche ich eine ganze Menge. Ich habe jetzt viele Blätter vorbereitet, die ich jetzt aufklebe. Und zwar klebe ich hier unten in der ersten Reihe die Blätter so nebeneinander, dass sie so eben überlappen. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und zwar die Blätter knicke ich eben vorher so und reibe sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger so ein bisschen nach außen. Dann gebe ich hier im oberen Bereich Klebstoff auf und setze das Blatt so auf, wie gesagt, dass hier so ein bisschen noch übersteht. Hier sind jetzt viele Lücken entstanden. Das heißt, die nächste Reihe gestalte ich genauso. Und zwar setze ich dann die Blätter so in diese Lücken, dass die verschlossen sind. So. So arbeite ich den Kreis bis oben hin. Den Rest zeige ich euch gleich, wie ich hier oben das mache. Jetzt habe ich die Blätter bis hier oben zur Spitze angeklebt. Zum Schluss habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blätter noch drauf. Hier auf diese Stelle klebe ich nun die Kerze fest, damit die auf keinen Fall runterfällt. Ich gebe Heißkleber darauf, so, und drücke den Kleber fest. Und dann ist unsere Bastelarbeit fertig. Wunderschön! Falls ihr noch mehr von meinen Ideen sehen möchtet, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.